Willkommen zurück, Schlawiner. Wir spielen weiter und hoffen, dass wir ein paar Fürsten bekommen. Die hier hinten vor allem, die wären lecker. Aber hier wird auch direkt schon wieder belagert, ne? Ich will keine blöden Kaff-Sachen. Na gut, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt erstmal die Zeit nutzen. Sollen die sich erstmal wieder ein bisschen akklimatisieren und zusammenraufen? Wir schnappen uns inzwischen mit Sprengstoff Twer. Und dann werden die Russen sich wohl bald wieder irgendwo formieren. Und dann geht's wieder los. Wir versammeln ziemlich viele Truppen hier, was sehr schön ist. Und jetzt sofort in Nahkampf rein, Leute. Los, 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 los. Wir müssen die Zeit nutzen und ihnen die Lehen nehmen, die sie eroberten. Denn so langsam aber sicher werden wir die Russen doch noch plätten. Zumindest läuft's... Oh, ich krieg den Satz nicht ausgesprochen, Leute. Zumindest läuft's aktuell ausgesprochen wunderbar. So. Oh, und das bringt mich ins nervöse Schwitzen. Weil ich darf jetzt keine Sekunde der Unachtsamkeit zulassen. Sonst passiert das, was immer passiert, wenn ich eine Sekunde der Unachtsamkeit zulasse. Dann besiegen die mich und holen sich alles zurück und wir sind wieder auf Stunde 0 zurückgedreht. Frechheit! Werfen die mit Kadavern nach mir! Ja, soll ich denn stinken wie eine alte Jagdwurst oder was? Ich glaub ja, wo es hackt da oben. Ihr habt doch einen Arsch offen. Das könnt ihr doch nicht bringen, sowas. Mit Kadavern nach mir schmeißen. Ich glaub, es hackt. Da kommen neue Feinde, Leute. Ich versuche ein paar zu treffen. Ich habe aber keine Ahnung, wer von dem mit wem zusammen ist. Aha, versteht ihr, ein Paar zu treffen? Aha. Nahkampf! Vorwärts, Marsch! Aua! Doch nicht auf mich feuern, das ist doch unfair. Du gehörst schon zu mir, gut. So, so weit, so gut. Wir können nach unten, würde ich denken. Und weitermachen mit dem, was wir vorhaben. Aha. Bist du ein Feind? Komm ich denn an dich ran? Nee, du bist kein Feind. Tut mir mega sorry. Hi. Du lebst ja noch. Es kommt schon. Hier sind nur 200 Männer Besatzung. Die werden wir doch wohl schaffen. Und zwar locker. Auf mich zu blocken, du Spierpink. Geh zu Boden. Boah, der hält aus hier. Der Kai-Uwe kann einstecken. So, jetzt ziehe ich mich zurück. Ich habe zu viel Lebensenergie verloren. Das müssen jetzt meine Kumpels klären. So, was ist denn hier los, dass hier immer hier steht? Hockt hier ein Feind irgendwo rum? Nicht so aus. Ich glaube, ihr seid einfach nur so blockiert, hä? Also ich kann hier keinen Feind erkennen. Und hier vorne sollte jetzt langsam Ruhe einkehren. 200 Leute haben wir gekillt. Viel mehr waren ja gar nicht drin. Dann haben wir auch Twer wieder zurückgefordert. Gut gemacht.
Dafür kriegt jeder von euch heute Abend zusätzlich einen Keks. So, da das alles so lange dauert, brauche ich jetzt aber bestimmt noch ein bisschen Verpflegung hier. Twer ist erobert. Oh, die Hunde! Zieht's euch rein! Vorwärts Marsch! Die machen wir platt! Haben die sich Smolensk gekrallt? Da sind so wenige drin, das machen wir sofort im Nahkampf. Einfach reinstürmen, Leute. Reinstürmen und um euch schlagen. Am besten gleich nach hinten durchrennen. Allesamt. Bis ich genug drin habe. Damit die hier nichts mehr verstopfen. Reicht zum Angriff. Jetzt wird geschwenkt wie eine Tür. Holt sie euch. Smolensk gehört zu Schweden. Ihr Hunde. Verschwindet aus dieser Stadt. Und zwar ein bisschen Dalli. Gut. Weiter geht's. Alle gegen Lord hier oder was? Oh, du Hund. Komm her. Du Drecksbengel. Noch so einer. Vorrücken. Ins Gesicht. Smolensk gehört uns, oder was? So. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass die sich hier die Stadt zurückgeholt haben. Die kleinen Dinger. Dafür nehme ich hier erstmal einen Russen gefangen. Aus Wut und Rache. So, aber wenn ich schon mal hier bin, gebt mir doch mal Futter hier. Dörrfleisch habt ihr wieder viel. Ah, Wein. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Schnappen die sich Smolensk. Ansonsten scheint ja erstmal Ruhe zu sein. Die Zeit nutzen wir. Pleskau. Stoß zu mir, meine Fürsten. Hab ich euch doch wieder ausfindig gemacht. Oh, hier sind viele auf Gegner. Eure. Hier sind doch noch ein paar mit auf meiner. 593 gegen 1009. Das wird eine große Attacke. Die wir aber eindeutig gewinnen können. Ah, halt, ich brauche mein Masterschwert hier. Ohne Schwert ist das zu wenig. Ich kann nicht nur mit 28 Kugeln in die Schlacht reiten. Ich brauche hier diesmal ein bisschen extra Waffen. Los. Verschwindet! Feinde abgelenkt, das ist ja schön. Verschwinde gefälligst. Wir müssen hier siegen, Leute. Das ist ein Kampf nach meinem Geschmack. Zack. Jetzt lass dich doch mal von mir treffen. Gut, weiter geht's. Ihr gehört zu mir.
Aua. Verstärkung ist eingetroffen. Shit. Wie sieht's aus? So sieht's aus. Ihr müsst mehr hier hoch, Leute. Hier spielt nämlich die Musik. Wir müssen hier gewinnen, Leute. Es darf keine Niederlage geben. Ja, wer ist denn hier jetzt der Feind? So ein Mist. Du bist... Nein, du bist auch kein Feind, lol. Du gehörst zu uns. Immer dieses Russen gegen Russen. Ich habe zu wenige Leute von meinem eigenen Reich dabei. Das ist das Problem. Ich habe zu wenig von meinen Reitern auf dem Felde. Und selber aber auch nicht mehr viel Lebensenergie, um hier groß was zu machen. Scharfschützen lasse ich jetzt erstmal nach eigenem Ermessen vorrücken. Linie bilden hat hier gerade keinen Sinn. Neue Feinde. Ah, shit. Hört auf, mich zu treffen. Wie viele sind von mir da? 17 Leute sind von meinem Trupp da. Da sollten doch einige Reiter mit dabei sein. So, alles in allem kann ich gar nicht sagen, wie die Tendenz gerade ist. Wir nehmen uns beide nicht viel, beide Seiten. Was überhaupt nicht in meinem Interesse ist, offen gesagt. Weil wir müssen die eigentlich haushoch schlagen, um hier eine größere Chance zu haben. Ich kann nichts mehr groß machen. Blöder Feind. Na, jetzt so langsam scheinen wir die Oberhand zu gewinnen. Wenn du Ärger willst, dann komm ruhig her. Du gehörst zu uns. Gut. Bis hierhin rücken die Feinde schon vor. Na, sowas. Na, ihr seid Gegner. Gut. Sind zu viele Feinde hier. Ich muss mich zurückziehen. Ohne Mist. Das ist doch ein Wahnsinn. Ich kann nichts tun. Gegen diese Rüpel. Gegner, 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 Gegner. Die sind auch alle auf gegnerischer Seite. Mist. Vielleicht, wenn wir hier so einen kleinen nehmen, geht das? Sind immer noch zu viele. Ich helfe erstmal hier hinten schnell aus. Weil hier sollten wir ja zumindest siegen können. Damit die Russen wenigstens ein bisschen von ihrem
Nachschub abgeschnitten sind, sage ich mal. Die haben aber auch irre viele Reiter mitgebracht, die Hunde. Sie schlagen uns mit ihren eigenen Waffen. Sie schlagen uns mit unseren eigenen Waffen. Kavallerie setzen die. Ganz heftigst auf Kavallerie. Aber dennoch sollte das hier trotzdem ein Heimspiel werden, wird's auch. Wenn ich viele meiner Reiter am Start habe, dann brauchen die gar nicht mehr antreten. Oh, das ist Spannung pur hier. Aber wir zerlegen die Gegner. Das ist gut. Wir haben selber bisher keine Verluste und ich glaube, daran wird sich auch nicht mehr viel ändern. Damit haben wir den Gegner zumindest schon mal ein bisschen Nachschub abnehmen können. Und dann würde ich sagen, vielleicht sollten wir uns tatsächlich in die Belagerung einmischen, wenn es soweit ist. 70 Mann Besatzung sind in der Stadt. Ich mit meinen Reitern. Dann müssen sie Mann gegen uns kämpfen. Wahrscheinlich mit Leitern, so wie ich die einschätze. Da hätten wir einen irre großen Vorteil. Und so wird das Ganze wahrscheinlich auch enden. Auf offenem Felde haben sie einfach zu viele Reiter aktuell dabei. Da können wir in der Unterzahl nicht siegen. Da müssen wir uns einfach andere Felder des Sieges raussuchen. Nur so kann das was werden. Los, haut drauf. Ein Fight noch, holt ihn euch. Gut, damit haben wir zumindest das erledigt. Genug, heute habt ihr gewonnen, ihr Hund. Ach, diese Schande. Ich stehe in eurer Schuld, weil ihr mich befreit habt, mein Freund. Seid euch meiner ewigen Dankbarkeit gewiss. Herr, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Ich danke euch, oh Herr. Ich vergesse niemanden, der gut zu mir gewesen ist. Na, das will ich doch hoffen. So, hier kriegen wir jetzt erstmal noch ein paar schwedische Reiter. Gut. Na, 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 nicht so schnell. Ihr kommt hier nicht weg. Dafür sorge ich. Ich lasse doch keinen kleinen Fürsten abhauen hier, nur weil er klein ist. Kleinvieh macht auch Mist. Wenn der mitkämpft, sind es wieder 21 Feinde mehr. Nein, ich möchte ihn tot sehen. So sieht's aus. Und dann muss ich mal meine Waffe wechseln. Vorübergehend haben wir ja... Obwohl, nee, ich wollte ja Dingens machen, ne? Ist schon alles gut, wie es ist. So, was wird jetzt? Du bist ein Feind? Dein Ernst? Ist das dreist. So, was wird denn jetzt? Können wir dicht machen oder wie? Siegen wir jetzt mal oder was? Gut gemacht, Männer. Ah, ich bin heute wieder gnädig und schenke euch die Freiheit. So, Pleskau, also die haben hier einige hundert Leute, die kampfbereit sind und gegen mich marschieren wollen. Was an sich erstmal kein größeres Problem ist. Ich glaube, was soll denn das? Ich will die alle haben. Zack. Ich glaube, wir machen das wirklich so. Ich will dieses Pass. Oh. Ich glaube, wir machen es wirklich so, dass wir die wirklich angreifen lassen. Und dann machen wir sie bei der Belagerung von Pleskau alle nieder. Das, denke ich, ist eine ziemlich gute Taktik. Damit sollten wir die zumindest jetzt endlich mal haben. Das Gute ist, die belagern nichts anderes, weil das dürfte ja eigentlich die Hauptarmee aktuell sein. Somit hätten wir dann wieder diese beiden Lehen, die wir einnehmen müssen. Und die hätten erstmal nichts weiter zu tun.
Weil hier dürfte ja auch der feindliche General dabei sein, der ein wenig geplättet sein dürfte nach dieser Aktion. So ist zumindest aktuell der Plan, den werden wir bestimmt auch umsetzen, das wird doch was werden. Danke euch jedenfalls fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüssi, euer Lord Peter.